Hallo und herzlich willkommen, liebe Krebse. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Krebse, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Krebs stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Was zeigt sich hier gerade bei den Krebsen? Auch im Zusammenhang mit dem Vollmond im Schützen, der gestern am 23. Mai stattgefunden hat und hier auch immer noch im Feld aktiv ist. Wir schauen uns an, wie sich dieser Vollmond hier auf die Krebse gerade auswirkt. Was das Thema der Krebse ist. So. Für die Krebse, was darf ich hier weitergeben? Und da haben wir die 3 der Stäbe und die 9 der Münzen sind schon rausgesprungen. Da sehen wir, dass du hier gerade sehr in die Zukunft schaust, nach vorne schaust, deine Perspektiven dir ansiehst. Du hast Sehnsüchte, Träume, Wünsche, Visionen, vielleicht ein Ziel, was du verfolgen möchtest. Und du siehst jetzt, was du schon alles erreicht hast. Und es bietet sich dir hier irgendeine Art von Chance, Geschenk oder Gewinn. Also wir haben hier mit den 9 der Münzen eine Art von Fülle oder eine Gelegenheit, eine Chance, jetzt hier wirklich dass sich ein Traum erfüllt, ein Ziel zu erreichen, ein Projekt zu verwirklichen oder irgendetwas umzusetzen, was hier als Illusion oder Sehnsucht oder Absicht hier in deinen Plänen liegt. Ja, also du schaust hier sehr zuversichtlich in die Zukunft, eine sehr zuversichtliche Haltung, du fängst an zu planen und die Gelegenheiten zu erkennen und Chancen wahrzunehmen, um hier irgendetwas zu erreichen, umzusetzen. Vielleicht auch ein Geschenk, ein Gewinn irgendeiner Art und Weise, was du hier erhalten hast. Da müssen wir mal weiterschauen. Sieht auf jeden Fall erstmal sehr gut aus. 3 der Kelche haben wir hier. Du hast Grund zu feiern, Grund zur Freude. Du bist dankbar, du hast irgendetwas erreicht oder geschafft und darüber freust du dich. Also das ist ja die Karte des Festefeierns, der Freude, ja, des Gemeinsamseins, der Verbundenheit. Also hier sehen wir erstmal eine sehr dankbare und freudige, zufriedene Energie. Das passt hier natürlich auch schön zusammen. Ja, irgendetwas hast du hier tatsächlich vielleicht jetzt überwunden, erreicht oder geschafft, so kommt mir das vor. Und hier sehe ich dich in deinem Unbewussten mit den 7 der Münzen sehr geduldig, ausdauernd, abwartend. Eine sehr ausdauernde Karte, also hier, das ist auch die Geduldskarte, da geht es darum, dass etwas Zeit braucht, etwas sich lange entwickelt, etwas, was hier sehr viel Hingabe braucht, wo du hier fleißig an etwas arbeitest. Vielleicht bist du auch da gerade dabei, etwas zu bewerten, ob du hier auf dem richtigen Weg bist, ob es sich lohnt, hier weiterzumachen oder nicht, oder etwas zu optimieren, ob sich der Einsatz lohnt für eine Sache. Also das scheint hier gerade bei dir irgendwo in deinem Unbewussten bewertet zu werden. Also man ist hier sehr abwartend, ja, auch irgendwie so beobachtend. Also du schaust dir etwas jetzt an und prüfst, ob du hier auf dem richtigen Weg bist. Und ob und wie du hier weiter vorgehen möchtest in irgendeiner Angelegenheit. Ja, in der letzten Zeit, in der Vergangenheit, warst du hier sehr unzufrieden, unausgefüllt. Ne? Die 4 der Kälte, das ist so dieses, man ist übersättigt von etwas. Vielleicht schmolzt du oder hast geschmollt oder warst beleidigt oder irgendetwas hat man dir hier getan, dass du sagst, du hast da keine Lust mehr drauf, du wendest dich davon ab, du hast so viel davon, es ist so dieses, es reicht, ne? Es ist genug, man hat die Nase voll und man ist irgendwie überdrüssig, unzufrieden, unausgefüllt, vielleicht auch wie gelähmt. Irgendwas passt einem dann nicht und man ist da auch ein wenig fokussiert immer auf das, was man nicht mehr möchte, auf diese negative Sache, von der man genug hat. Ne? Und das ist auch immer wichtig, sich da nicht zu sehr darauf zu fokussieren, sondern die Scheuklappen abzunehmen und sich auf das zu konzentrieren, was da ist, nämlich auf die Chancen, die Fülle und die Möglichkeiten, die außerhalb dessen liegen, was man hier
wahrnimmt, wenn man sich auf das Negative fokussiert, was man nicht mehr möchte. Ne, also das war so eine Haltung, die man hier in der Vergangenheit bei dir sieht, und in der Zukunft sehen wir, dass du hier sehr nach vorne gerichtet wirst. Also was wir jetzt sehen als nächstes ist ein großer Sprung nach vorne. Eine Vorwärtsbewegung, du bist mutig, du bist risikobereit, du schaffst hier irgendwo einen Absprung, ja, und eroberst etwas Neues für dich. Das ist auch mit dem Wagen haben wir auch, das ist auch die Krebsenergie, also das ist eine Energie, die zur Krebsenergie gerechnet wird, der Wagen. Und da geht es darum, die inneren Widersprüche zu vereinen. Auch sich innerlich widersprechende Gefühle, Gedanken und Empfindungen unter einen Hut zu bringen und zu bündeln, um das auf ein Ziel zu fokussieren, also damit du vorwärts kommst, damit du vorankommst. Ja, und das sehen wir, das machst du hier. Mit dem Wagen richtest du dich hier neu aus und ja, bewegst dich nach vorne, machst einen Sprung nach vorne und eroberst etwas. Das ist sehr mutig und entschlossen, ja. Das ist der zuversichtliche Aufbruch. Zuversicht sehen wir ja auch hier. Da kommt das Gericht, die Erlösung, die Befreiung. Ja, bei dir ist gerade so ein Prozess, wo du dich von etwas befreist, wo du von etwas befreit wirst, erlöst wirst, wo du vielleicht auch eine Art Erleuchtung erlebst, weil dir etwas klar wird, weil du etwas im Tiefsten erkennst. Und dadurch fällt Altes von dir ab, alte Muster, vielleicht alte Lasten, alte karmische Verstrickungen oder irgendwelche Gewohnheiten. Also das ist so diese Befreiung von alten Verstrickungen, ja. Alles, was dir nicht entspricht, fällt hier ab. Also irgendwie kommst du hier in eine neue Authentizität, eine neue Echtheit, eine neue Ganzheit. Du wirst befreit, du befreist dich. Und das hat hier auch viel mit Kummer und Schmerz zu tun. Wir sehen hier die Fünf der Kelche. Da sehen wir, es gibt hier irgendeine Situation, die dich sehr belastet, wo du trauerst, eine Art Verlust erlitten hast. Und jetzt bist du hier dabei, etwas zu überwinden, etwas zu verarbeiten, zu betrauern. Vielleicht fühlst du dich hier irgendwie allein oder isoliert, verlassen. Vielleicht hast du aber auch einfach nur irgendetwas verloren oder irgendetwas zu betrauern. Das ist hier dein Umfeld, was wir hier sehen, der Ort, wo das stattfindet. Und dann kommen die Sechste. Ja, du möchtest neu anfangen. Du möchtest irgendwo neu anfangen und das Alte hinter dir lassen. Das Alte zurücklassen, die Sechs der Schwerter, das ist ja das auf zu neuen Ufern. Und da nimmt man Ängste und Unsicherheiten mit. Also hier sehen wir, dass du auch Angst hast, dass du unsicher bist, dass du nicht weißt, was dich da an diesem neuen Ufer erwartet, und wo du hin sollst. Du weißt nur, dass du von dem Alten weg musst. Ne? Das ist hier das Ausschlaggebende, dass man eine alte Situation verlässt, die auch konfliktbehaftet ist. Aber das ist etwas, was du dir wünschst. Vielleicht hast du aber auch Angst davor, neu anzufangen, das Alte hinter dir zu lassen, dich auf etwas Neues einzulassen. Vielleicht macht dir hier irgendetwas Angst in diesem Hinblick, sich auf etwas Neues einzulassen, dass man hier auch daran da zögert, ja. Das hier auf dieser Position nicht so ganz klar zu sehen, ob du es tust oder nicht, aber mit dem Schicksalsrad wird es doch ein wenig klarer, denn da sehen wir, dass du dich hier tatsächlich deinem Schicksal beugst. Das Schicksal kommt hier mit einer Lebensaufgabe. Das heißt, du machst jetzt erstmal hier einen Sprung nach vorne, du wagst etwas, du gehst ein Risiko ein. Das heißt, ich denke, du wirst dich hier auf dieses neue Ufer einlassen. Ja, und dann wirst du auch erkennen, dass das mit deinem Schicksal hier zu tun hat, mit einer Lernaufgabe, einer seelischen Entwicklungsaufgabe, dass du dich diesem Schicksal jetzt beugst, dass du an dieser Aufgabe wächst, dich daran entwickelst. Ja, deswegen auch hier das Gericht, die Erlösung, die Befreiung. Also du erkennst dein Schicksal an. Du erkennst, dass du nicht frei bist zu tun, was du willst, sondern dass es gewisse Bahnen gibt, die vom Schicksal gelenkt werden und die mit deiner seelischen Entwicklung zu tun haben. Und das scheinst du hier jetzt zu erkennen und anzunehmen. Das ist, was ich hier jetzt sehe mit dem Rat des Schicksals. Und das hat irgendwie damit zu tun, dass man sich auf etwas Neues einlässt, mutig und eine alte Sache hier hinter sich lässt. Ja, und die Ängste sind da. Das sehen wir, die Unsicherheiten, aber trotzdem ist es wichtig,
wie sich auf das Neue einzulassen. Königin der Stäbe, ja, Mut, Entschlossenheit, Willenskraft, Selbstbewusstsein. Das ist das, was wir hier sehen. Das könnte deine Energie sein oder auch ein Gegenüber, die Königin der Stäbe. Kann sein, dass dich hier auch jemand inspiriert, dass das eine Person ist, die dich hier begeistert oder die dir Kraft gibt. Aber es kann auch deine eigene Willensstärke und Kraft sein, die hier gerade aktiviert wird durch diesen Vollmond. Dass du in diesen Mut und diese Risikobereitschaft kommst, was wir ja mit dem Wagen hier durchaus sehen, auch mit den drei der Stäben. Na, da sehen wir ja diesen Mut und diese Entschlossenheit. Ja, und der Stern zeigt, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass es hier auch neue Hoffnung gibt, dass du auch geführt wirst. Der Stern ist eine Schutzkarte, die dich führt, wo dich unsichtbare Kräfte lenken und dich auf den richtigen Weg bringen. Und das zeigt auch, dass sich hier etwas gut entwickelt und du auf dem richtigen Weg bist. Und der Turm, ja, da kommt diese Karte, die etwas Altes zum Einstürzen bringt. Ja, das ist der Befreiungsschlag. Also da haben wir das nochmal jetzt ganz deutlich, die Energie von einem Durchbruch zu einer neuen Freiheit. Ja, etwas fällt von dir ab, du wirst von etwas befreit und das hat etwas mit alten Mustern zu tun, vielleicht mit Gewohnheiten, mit Sicherheitsstrukturen, an denen man festgehalten hat, wo einfach keine Weiterentwicklung mehr möglich war. Und das kommt jetzt zum Einsturz, weil du hier selbstbewusst und willensstark geworden bist und jetzt vielleicht auch weißt, was du willst und wie du das erreichen kannst. Ja, also ich sehe hier wirklich eine starke Entschlossenheit und Selbstbehauptung. Ja, und die bringt dich auf den richtigen Weg und führt dazu, dass du dich aus einem Gefängnis befreist, aus zu engen Strukturen und Verhältnissen, dass du das loslässt. Das ist, was wir jetzt hier erstmal sehen. Jetzt schauen wir mit den Orakelkarten weiter für die Krebse. Worum geht es hier? Du bist gut genug. Ja, vielleicht ist man hier auch irgendwie zu selbstkritisch. Hier geht es darum, sich selbst auch anzunehmen, wertzuschätzen. Glaub an das Unmögliche. Wunder sind möglich. Lass dich auf das Wunder des Lebens ein. Ich schaue, was du mit dem anderen Mondorakel hier bekommst. Für die Krebse hätte ich gerne eine wichtige aktuelle Energie. Da kommt das Feuer, der Schütze. Ja, wir haben ja den Vollmond im Schützen hier gehabt gestern. Also das ist diese Schütze-Energie. Da geht es um deine Visionen. Halte an deine Vision. Halte deine Vision und glaube an dich. Was immer deine Vision ist, das sehen wir ja hier mit den drei der Stäben, dass es eine Vision gibt. Dass du irgendeine Sehnsucht oder einen Wunsch oder eine Absicht hast oder eine Vision, besser gesagt, die du hier umsetzen möchtest. Und du hast jetzt hier die Gelegenheit, das zu tun mit den neun der Münzen. Also eine günstige Chance, eine Gelegenheit oder ein Geschenk oder eine Fügung oder ein Gewinn, der daraus für dich entsteht. Halt an deiner Vision fest und bringe die Sonnen- und Mondkräfte in dir in Harmonie. Und das ist, was ich hier auch mit dem Wagen sehe. Das ist ja genau das. Das ist nämlich genau diese Kraft, also der weiblichen und männlichen Energie in dir, die hier vereint wird, die hier in Balance gebracht wird und zielgerichtet in eine Richtung gelenkt wird. Ja, um hier diesen großen Sprung nach vorne zu machen. Und das tust du hier mit den Wagen. Sehen wir hier eine große Vorwärtsbewegung, wo du echt vom Fleck kommst, ja, und etwas hinter dir lässt. Was erreichst, etwas wagst, ein Risiko eingehst, mutig. Ja, hier kommt noch die öffne die weibliche Seite im Männlichen. Also hier geht es auch wieder darum, ja, weibliche und männliche Kraft hier zu vereinen, in die Balance zu bringen. Und hier haben wir noch die Venus, da geht es um die Liebe. Ich gebe mich der Liebe hin. Das ist, die Liebe heißt natürlich hier auch Liebe für dich selbst, ja, Selbstliebe, aber auch der Liebe für das, was du tust, für das, was du liebst. Also einfach die Frequenz der Liebe und das, was du tust, mit Liebe tun. Kann natürlich auch ein Mensch sein, der dem diese Liebe hier gilt. Aber das ist hier wahrscheinlich nicht bei allen der Fall.
Wir schauen jetzt mal, welches Krafttier dich hier gerade unterstützt. Für die Krebse hätte ich gerne gerade ein Krafttier. Die Eule kommt. Einweihung. In der Dunkelheit wird das Licht geboren. Wende dich der dunklen Seite zu und erleuchte sie. Darin liegt die Lösung. Das ist interessant. Wir haben das Dunkle, die Einweihung. Ich schaue mir mal die Botschaft dazu an von der Eule hier. Was die hier für eine Nachricht hat für dich. Die Eule fordert dich auf, die Augen zu öffnen und dich der dunklen Seite des Lichtes zuzuwenden. Hier liegen die Lösung und die Befreiung. Befreiung, die haben wir nämlich hier. Lösung und Befreiung. Ein Geheimnis wartet darauf, gelüftet zu werden. Behindernde Aspekte möchten gewandelt werden. Altes löst sich. Neue, schöpferische Energie wird frei für eine glückliche Zukunft. Der unheimlich klingende Ruf der Eule erreicht deine Seele. Du wirst gewahr. Schon wieder die gleiche Situation in deinem Leben. Schon wieder dieselbe Erfahrung. Nur mit anderer Besetzung. Kann das nicht aufhören? Deine Frage wurde erhört und wie ein Echo erschallt die Antwort aus dem Feld deiner Schatten. Bestimmte Situationen wurden dir geschickt, weil es Zeit ist, dass du Lösungen für sie findest. Mache dich auf die Reise, gib den Schatten ein Gesicht und sei auf Überraschungen gefasst. Solange wir vor den Schatten wegrennen, billigen wir ihnen eine Macht und eine Größe zu, die sie nicht haben. Die Eule schenkt dir die Kraft, das Tor des Unterbewussten aufzumachen, den Keller deiner Seele zu betreten, damit du schauen kannst, was dort noch wirkt und die Entfaltung deines wahren Potenzials behindert. Du bist nicht allein. Mächtige geistige Verbündete sind mit dir und öffnen deine Augen. Schaue dir an, was dich noch quält. Entlarve den Schatten, der dich verfolgt und immer wieder Unruhe in dein Leben bringt. Verschrotte die Dinge, die dir nicht mehr dienen, damit schaffst du Platz für Neues. Ein großer Entwicklungsschritt steht bevor. Deine Gabe, kreativ zu sein, zu schöpfen und zu erschaffen, möchte ans Tageslicht. Ja, sehr schöne Botschaft hier von der Eule. Was kommt hier noch für die Krebse? Da kommt die Reinheit, die Unschuld und der Hunger. Ja, der Hunger, das sind so diese Sehnsüchte, ne? Wonach sehnt es dich? Wonach zieht es dich? Was sind so deine Wünsche und Sehnsüchte? Und davon soll man sich hier aber auch nicht dominieren lassen, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, es geht darum, das Gute in dir zu ernähren und zu füttern. Die Fülle wird kommen. Lass dich nicht von deinem Hunger oder von deinen Verlangen, deinen Sehnsüchten blind dir deine Handlungen diktieren. Es geht darum, anzuerkennen, wonach es dir hungert, ja. Wonach es dich sehnt. Aber es geht hier eben auch, und das sehe ich hier eben jetzt auch wieder, darum, diese männlichen Kräfte, männlichen und weiblichen Kräfte in dir zu vereinen. Das heißt eben auch, deine Impulse zu steuern. Das ist so diese Kraftkarte, die Kraftenergie eigentlich, ja, wo es darum geht, die niederen Instinkte, die niederen Triebe, Emotionen, Gefühle zu zähmen, anzuerkennen, was es ist, was du brauchst, wonach du dich sehnst, aber gleichzeitig auch die Selbstkontrolle auszuüben und sich nicht von diesen Instinkten oder Impulsen oder Emotionen steuern zu lassen. So, und dann kommt hier die Reinheit. Schau jetzt nach der einfachsten und saubersten Lösung. Verstehe deine Motive für das, was du tust. Und sei so klar wie möglich in deiner Kommunikation. Wisse, was du tust und warum. Ja. Also Einfachheit, Klarheit und saubere, klare Kommunikation. Gut, abschließend hätte ich hier gerne noch eine Botschaft für die Krebse. Ja, du stellst dich dem Schicksal und wirst erlöst und befreit. Ich glaube, das ist hier die wichtigste Botschaft, deine Befreiung.
Wir bekommen hier auch das Lied der Wahrheit, das Lied des Windes. Sei aufrichtig zu dir selbst und sprich aus deinem Herzen heraus. Entdecke deine Wahrheit. Achte darauf, inwieweit andere ehrlich und authentisch sind. Es ist eine der größten Herausforderungen, zu wissen, was stimmt und was nicht. Zuweilen erfordert es absolute Stille, die Stimme deiner inneren Wahrheit zu vernehmen. Sobald du sie einmal gefunden hast, solltest du alles, was in deinem Leben nicht authentisch ist, loslassen. Und das ist wieder hier die Befreiung und Erlösung. Und auch der Turm. Der befreit dich nämlich aus allem, was nicht deiner Wahrheit entspricht, sondern was man nur aus Gewohnheit, aus Anhaftung heraus weiter betreibt, weil man denkt, das muss so sein. Oder aus irgendwelchen Sicherheitsmangeldenken heraus. Teile deine Wahrheit mit anderen und befreie dich von Beziehungen, in denen du nicht wirklich du selbst sein kannst. Authentisch zu sein ermöglicht es deiner Seele zu fliegen und ihr Lied im Universum erklingen zu lassen. Ja, sobald du deine Wahrheit gefunden hast, sollst du alles loslassen in deinem Leben, was nicht authentisch ist. Ja, liebe Krebse, das ist das, was ich jetzt hier heute bekomme für dich. Ja, also du bist gut genug. Du darfst deiner Wahrheit folgen. Du darfst glücklich werden und der Fülle folgen, dein Schicksal annehmen und dich den Aufgaben deiner Seele stellen. Und dich mutig auf das einlassen, was dein Herz dir sagt, deiner Vision folgen. Ja, und hier wartet eine Befreiung, eine Erlösung auf dich. Tiefe Erkenntnisse und Einsichten sehen wir hier, dass du deine Wahrheit erkennst. Und das ist eben auch etwas, worum es bei diesem Vollmond im Schützen gerade geht. Es geht darum, jetzt genau jetzt deine Wahrheit zu erkennen und dieser zu folgen, deine Visionen. Ja, es geht um Bewusstseinserweiterung, Horizonterweiterung, Verständnis, Erleuchtung. Ja, und daraufhin deinen Weg zu gehen, mutig, kraftvoll, entschlossen, dich führen zu lassen vom Stern, der dich hier in eine bessere Zukunft bringen möchte. Ja, liebe Krebse, das ist es, was ich hier gerade für dich sehe. Ich hoffe, du kannst hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Oder auch über ein Abo oder Kommentar von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.